Wer sich mit Best Practice in OOP auseinandersetzt, kommt an Design Patterns nicht vorbei. Nichtsdestotrotz ist es oftmals gar nicht so einfach zu sehen, wann und wo man welches Pattern einsetzen soll. In diesem Fall möchte ich euch ein Beispiel für das Iterator Pattern geben. Und zwar, wenn es darum geht, einen String zu analysieren, natürlich in C# 12 Style, eh klar. Genauer gesagt gehen wir davon aus, dass es sich beim String um einen HTML-Code handelt und wir wollen entsprechende Tags mit entsprechenden Attributwerten auslesen, zum Beispiel allen Hrefs, allen Links, allen Bildern, Image-Tags und solche Sachen. Ja, jetzt werden viele natürlich sagen, da verwende ich natürlich das HTML Agility Pack oder auch Regular Expressions. Und ersteres benutze ich normalerweise für sowas auch immer, zumindest bisher. Und beides ist natürlich auch viel mächtiger als die Funktion, die wir uns jetzt ansehen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen dann ein paar Performance-Analysen, mal so sehen, dass das Iterator-Pattern hier eigentlich super cool ist. Ja? Dann machen wir Performance-Analysen und schauen mal drauf, wie schnell und wie viel Speicher braucht diese Version. Wo sind eigentlich so kleine Fallstricken in C#, wo die Performance total drunter leidet? Und wie kommen wir aus dem Thema raus? Kleiner Spoiler vorweg, wir werden uns mit dem String entsprechend auch auseinandersetzen natürlich und hier eine ganz bewährte .NET-Funktion adaptieren und neu schreiben und dadurch die Performance extrem steigern können und die anderen alle in den Schatten stellen. Am Ende machen wir noch ein UK-Package draus, damit sie auch in euren Code verwenden könnt. Also, wie beim Schaukochen, ich habe da mal was vorbereitet. Das Einzige, was ich vorbereitet habe, ist eine Konsolenapplikation, wo wir das testen wollen. Und das Zweite, einfach nur eine entsprechende Class-Library, die wir dann auch packen wollen. Gut, diese Klasse, die machen wir gleich neu. Da machen wir einen HTML-Search-Iterator. Das wird unsere Iterator-Klasse. Und machen wir hier Public Class HTML Search Iterator. Und hier kommt gleich C# 12 im Spiel mit dem Default Constructor. Achso, ja, was ich natürlich gemacht habe, ich habe die Language auf Latest gestellt, weil ich hier eine .NET Standard 2.1 habe. Ja, hier Lang Version Latest. Damit ich C# 12 auch verwenden kann, geht es uns in .NET Standard 2.1 oder auch 2.0 Frameworks nicht. Können 2.0 auch machen. So. Gut, und hier kommt schon ein C# 12 Feature, und zwar der Primary Constructor. Ja, wir machen hier eine Klasse, und klassischerweise würden wir jetzt hier einen Konstruktor machen, HTML Search Iterator, und hier Parameter mitgeben, also String, HTML Code und so weiter, und würden hier dann Variablen machen, String, HTML Code, und der Konstruktor würde so ausschauen, dass wir hier dann einfach sagen, HTML, this HTML Code ist gleich HTML Code. HTML Code ist gleich HTML Code. So. Wir machen einen Konstruktor und setzen das da. Also das machen wir nicht. C# 12 sagt, wir können Folgendes machen, wir können hier sagen String HTML Code und jetzt haben wir eine Variable, die heißt HTML Code, die in Konstruktor übergeben wird und automatisch zugewiesen wird. Ja, also Schreibarbeit AD ist ein bisschen so wie Danke TypeScript, von dir kommt das sowas ähnlich schon lange, seit der Version 1, das habe ich immer vermisst in C#. So. Also wir geben mit dem HTML Code, wir suchen diesen Tag und wir suchen dieses Attribut. Und dann geben wir von mir aus noch eine Möglichkeit an, um das ganze Thema zu filtern, wenn wir A-Tags suchen, damit wir keinen JavaScript-Doppelpunkt oder solche Sachen rausschmeißen können. Also geben wir noch mit ein Predicate-String. Das darf aber null sein. Exclude. Das sind Sachen, die wir gerne exkluden können wollen. Ja, und zwar von extern natürlich. Und wenn man es richtig schreibt, dann schaut es auch nicht so blöd aus. So, das Ganze implementiert jetzt ein Numerable von String. Dieses ein Numerable gibt es ja die Methode automatisch geht der Enumerator. Der Enumerator ist eine Klasse, wer sich erinnert im Design Pattern, die weiß, wie die Collection ausschaut und über die Collection drüber iteriert. Und der Enumerator hat jetzt zwei Zugriffsmöglichkeiten, ein MoveNext und ein Current, um auf das Aktuelle zuzugreifen. Durch diesen Enumerator können wir unabhängig davon, wie die Collection ausschaut, auf die Daten zugreifen. Und zwar auf einen Unified Way, also auf immer den gleichen Weg. In C# ist dieser super immer gleiche Weg sogar in einer eigenen Schleife, in der For-Each-Schleife optimiert.
So, eigentlich würden wir jetzt 2, 3, 4, 5 Klassen brauchen. In C-Sharp-Style sagen wir einfach Implement Interface. Ja, hier haben wir diesen Getenumerator einmal generisch, einmal nicht generisch. Da sparen wir uns gleich ein bisschen was, indem wir hier einfach sagen this.getEnumerator. Und normal müssen wir jetzt einen Enumerator verwenden, der dann über sein also Objekt zurückliefern, der dann diesen String analysiert. Wir können allerdings selbst in C-Sharp mit dem Schlüsselwort yield direkt zurückgeben, ohne dass wir hier ein neues Objekt machen und dieses yield oder anders gesagt, dieses Enumerator-Pattern ist eigentlich im C-Sharp schon seit, keine Ahnung, Version 2, glaube ich, fix Teil der Sprache, weil es ein entsprechend gutes Pattern ist. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar, was wir machen ist, wir brauchen einen Int Startindex ist 0, wir brauchen einen String Search. Was suchen wir überhaupt? Wir suchen nach einem öffnenden Tag und dann dieses Tag und von mir aus noch ein Leerzeichen hinten nach. Dann suchen wir ein Search Attribute. Das ist jetzt das, was wir attributmäßig suchen. Und das ist Attribute ist gleich mit Anführungszeichen. Ja, machen wir mal fix einfache doppelte Hochkomma. Oder sollen wir es ganz weglassen? Machen wir es ohne Anführungszeichen? Na, lassen wir es mal mit. Gehen wir davon aus, wir machen es immer mit Anführungszeichen. Vielleicht ändere ich das mal irgendwann. Okay, weil Startindex und gleich minus 1. Weil Index of liefert ja minus 1, wenn wir nichts mehr haben. Und jetzt machen wir Searching for the Start Tag. Startindex ist gleich HTML-Code. Index of Search mit dem Startindex, der ja aktuell auf 0 ist. Ja, also wir suchen die Startposition des ersten Tags, das wir suchen. Werden wir es überhaupt finden? Weil wenn wir nichts finden, wenn das minus 1, größer minus 1 ist, ja, wenn es minus 1 ist, haben wir nichts gefunden, wir verlassen die Schleife fertig. So, wenn es größer als minus 1 ist, dann haben wir es gefunden, dann brauchen wir zum Beispiel einen End-Index. Ja, wo hört das Tag wieder auf? End-Index. End-Index. X. So. Das Tag hört dann wieder auf, wenn wir das hier gefunden haben. Plus search.length. Ja. Der Startindex gibt ja an, ab wo soll er wegsuchen. Wir brauchen natürlich diesen ganzen Start-Tag. Können wir vergessen. Wir suchen die spitze Klammer, die nächste spitze Klammer nach diesem Start-Tag. Also geben wir das einfach so mit. Also das kleine Sample, wir würden zum Beispiel suchen href www.microsoft.com. So, und das erste sucht dieses spitze Klammer A. Das Endindex wäre jetzt hier. Hier würde der Tag wieder aufhören. Und zwar der direkte A-Tag. Ja, wir suchen einfach das nächstbeste, weil wir suchen ja eigentlich das Attribut href jetzt hier dazwischen. Und wenn wir es gefunden haben, dann wollen wir diesen Wert hier haben. So, gut. Also, jetzt haben wir einen Endindex und jetzt brauchen wir auch noch Searching for the Attribute. Machen wir einen Attribute Start. HTML Code Index of Attribute Search. Wir haben es genannt, Search Attribute. Und das auch vom Startindex plus Search.length. Oops. Search length. So, wenn dieser kleiner ist wie der Endindex und ungleich minus 1 ist, weil wenn er minus 1 ist, dann gibt es das Attribut gar nicht. Dann suchen wir uns das entsprechende Ende vom Attribut. Also end, after end, HTML Code, Index of, gehen wir wie vorher davon aus, dass es Hochkomma sind. Also machen wir es so und dann sagen wir, okay, suche das nächste Anfangszeichen vom Attribute Start. Start hat es geheißen, plus Search Attribute Length. Das nächste. So,
Das heißt, jetzt haben wir das hier gefunden. Ja, diese ganzen String-Manipulationen sind zum Lesen vielleicht gar nicht so toll, wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass man Indexfehler macht, ist doch wesentlich, sage ich mal. Nichtsdestotrotz hilft es nicht. Ja? Wir wollen uns das mal entsprechend anschauen. Also f, edge, end, wenn wir das Ende auch finden, ungleich minus 1. Und atro end plus atro start wird auch reichen. Ja, wenn das Ende nach dem Start kommt, dass es ja automatisch ist, außer er hat es nicht gefunden, was dann für ein mau nicht gut formatiertes HTML sprechen wird. Wir wollen aber auch sicherstellen, dass natürlich dieses atro end muss kleiner sein als das tag end, der endindex. Nicht, dass man ein Attribut von fremden tag auslesen. Oder den ganzen Code dazwischen. So, jetzt haben wir es gefunden. Jetzt sagen wir String atro value HTML-Code.substring Start Search Attribute Search Search Attribute Sachsen Search Attribute Length bis atro end minus atro start minus search attribute length. So, das wäre der Value. Und jetzt, wo wir den Wert haben, können wir noch sagen, okay, diesen gibst du bitte nur zurück, wenn entweder exclude null ist, ja, das ist ja unser Predicate, das wir auch übergeben haben, oder dieses exclude nicht evaluiert auf true. Ja, Video zu Delegates gibt es ja. Und wenn das der Fall ist, yield return Attribute Value. So, Iterator fertig. Irgendwas fehlt noch. Wir müssen ja einen Index noch erhöhen. Und zwar müssen wir sagen, okay, Startindex ist gleich nIndex plus 1, damit er nächstes Mal das nächste liest. So, jetzt können wir damit HTML analysieren. Ja, und zwar können wir hier konkret die entsprechenden Attributwerte auslesen. Sofern sie auch wirklich mit doppelten Hochkomma kommen. Mal schauen noch, ob ich das noch irgendwo optimieren will. Ja, C-Sharp 12 hier, Default-Konstruktor, eine wunderbare Sache. Ganze Iterator-Pattern ist eigentlich nur eine Methode, die iNumerable liefert mit String und schlussendlich ein Yield-Return hat. Mehr ist es nicht, also kaum Tippaufwand, zumindest in C-Sharp. Und weil das ist ja die eigentliche Suchlogik. Das Schöne, was wir jetzt machen können, ist, wir können im Programm hergehen und können sagen, okay, String HTML ist gleich, da muss ich jetzt dann irgendwo irgendwas herkopieren. Ich mache mal das hier. So, fäng mir noch kurz einen Bodytag. Ich kopiere dann schon irgendwo den Quellcode einer Seite, um das zu zeigen. So, jetzt machen wir hier einfach unseren HTML Search Iterator. Vielleicht noch vorher hier Project Reference setzen. So, Search Iterator, Iterator ist gleich New Search Iterator mit HTML. Das Tag, das wir suchen, ist A, das Attribut, das wir suchen, ist href und Predicate brauchen wir nicht. So, und das Schöne im Iterator-Pattern, jetzt sage ich einfach for each string href in Iterator. Und ich sage hier console.writeLine href. Ja, also das ist ja jetzt der schöne Vorteil vom Iterator-Pattern. Ich durchsuche diesen String, der richtig groß sein kann, einfach mit einer For-Each-Schleife und bekomme im Endeffekt alle Harif-Attribut-Werte raus. Das ist schon nice. Okay, ich mache hier mal einen Testfile dazu. Ja? Wir gehen in die Systemung, wir machen uns hier einen Ordner, Add New Folder, machen hier Testfiles. Und in diesen Testfiles-Ordner geben wir zum Beispiel mal zwei Webseiten rein. Wir geben mal rein Microsoft und Wikipedia. Source Control, so hier. Und gehen hier in die Properties und sagen hier, markieren die zwei Files, gehen in die Properties und sagen Copy if newer, damit das auch in den entsprechenden Output kopiert wird. So, jetzt wo wir das haben, jetzt machen wir noch in diesem Demo-Projekt einen entsprechenden Performance. Oder testen wir das mal kurz.
HTML ist gleich System, System IO File Read All Text von Testfile slash Microsoft.html. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Nicht, dass wir jetzt irgendwo Blödsinn gebaut haben. So. Schwuppdiwuppdiwupp. Ja, hier haben wir die Links, die auf der Webseite sind. Ist auch irgendwie schon cool auch. Okay. So, jetzt wo wir das haben, jetzt schauen wir mal, wie schnell ist dieser Code im Verhältnis zu HTTP Agility Pack beziehungsweise im Verhältnis zu einem Regex. Und dazu brauchen wir entsprechenden Benchmark.net natürlich. Haben wir auch schon mal gemacht in einem Video. Ja? Wir brauchen ja ein NuGet Package. Machen wir in der Demo hier rein. Und da suchen wir uns dann Benchmark.net raus. Wenn er denn dann kommt. Ups. So, und wir machen uns hier eine neue Klasse. Hallo. So, add new class. Iterator Benchmarks. So, und dieser Iterator Benchmarks soll jetzt, wie gesagt, hier unser Best Practice Benchmark Geschichte sein. Wir könnten diesen, was wir jetzt mit dem Iterator gemacht haben, auch natürlich, oder diese manuelle Implementierung durch Regex austauschen, oder diese manuelle Implementierung durch das HTML Agility Pack austauschen. Und wieder einen Iterator machen. Das geht natürlich. Dann wäre es auch total fair im Benchmark-Vergleich. So, Manage NuGet Package. Wir brauchen natürlich auch dieses HTML Agility Pack. So, und jetzt brauchen wir hier unsere lustigen Methoden. Wir brauchen für den Benchmark mal eine String HTML, das wird dann initialisiert. Wir machen ein String File, das ist das, was er benutzen soll, und sagen, das ist auch nicht null. Die soll Params sein, das soll Parameter sein vom Benchmark, welche Seiten ihr analysiert, sagen wir Microsoft.com, wir machen Wikipedia.com. Nicht com, HTML natürlich. HTML. So, diese zwei Files. Und jetzt machen wir ein globales Setup. Public Void Setup. Dieses Setup wird bei jedem Benchmark entsprechend ausgeführt. Global Setup. Und jeden Benchmark führt er einmal mit diesem Parameter aus und einmal mit diesem Parameter. Und was wir jetzt machen hier ist, wir in diesem Setup lesen wir im Endeffekt das File und merken uns das im HTML. Ja, das wird auch zum Benchmark nicht dazugezählt vom Timing her. Also System.io File und Read All Text. Wir wollen ja wirklich nur dies eine da durchtesten. So, und jetzt haben wir hier, was suchen wir? Wir suchen nach Testfile slash plus File. Also bei jedem Benchmark führt er vorher das Setup aus mit einmal mit HTML, dann führt er den Benchmark wieder aus, mit dem neuen Setup wieder die Datei geladen mit entsprechend Wikipedia. So, und jetzt brauchen wir unsere Benchmarks auch. Ja, wir machen hier ein Public Void HTML Search Iterator Benchmark. Machen wir kürzer. Iterator. So. Attribut Benchmark drüber. Benchmark. Und wir können jetzt HTML Search Iterator machen. Iterator ist gleich new. Wir suchen nach HTML, wir suchen nach A, wir suchen nach href. So, exkludieren tun wir nichts und wir sagen jetzt for each bar item in Iterator. Und sagen wir underscore ist gleich item. Ja, damit auch wirklich irgendwas macht damit.
Aber uns ist eigentlich egal, was wir schmeißen, das gleich wieder weg. So, jetzt brauchen wir das gleiche mit dem HTML Agility Pack. Public Void HTML, nennen wir Agility Pack. Ich kann kürzer schreiben hier, so. Auch wieder ein Benchmark. So, was machen wir hier? Wir holen uns das HTML-Dokument. Dieses Dokument wird geladen, HTML.load. HTML. Und jetzt lesen wir die Nodes aus. HTML.document.node.select Nodes. Und zwar suchen wir nach A mit dem Attribut href. Ja, hier haben wir jetzt xpath zur Abfrage. Und jetzt können wir hier sagen, okay, wenn Nodes ungleich null, for each one node in Nodes. Underscore ist gleich Item. Ah, nein, nicht Item. Node.attributes href value. So. Wenn wir einen Iterator bauen, könnten wir natürlich diesen Code genauso drin haben und hier dann einfach schreiben yield return. Yield return, also nicht Underscore, sondern brauchen wir natürlich einen Variablennamen. Ja, und dann wird das auch schon wieder so ein Iterator. So. Dritter Benchmark mit regex, public void regex. Ja, regular expressions, super, super mächtige Sache. Ein bisschen aufpassen, wenn man, auch hier kann man total viel Performance kaputt machen. So, aber man kann regex auch schnell machen. Und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. So, wir suchen ein A-Tag. Bis zum maximal den nächsten Spitzenklammern zu, da muss irgendwas kommen, dann so ein href, dann haben wir so, dann brauchen wir unter Umständen ein, ja, bis zum nächsten Hochkomma, das haben wir in einer Gruppe, diese Gruppe wollen wir dann auslösen, dann haben wir wieder Hochkomma, dann kann wieder irgendwas kommen, bis Spitzenklammer zu, irgendwie so, ja, das ja, so ein Regex, jawohl, kann man das lesen in nach 3 Sekunden nicht mehr, weil man vergessen hat, was man sich dabei gedacht hat. So, matches effect new regex.matches. So, mehrere Matches. Und zwar den HTML. Ja, wir könnten dieses Regex auch kompilieren, das spare ich mir jetzt mal, weil wir es nur einmal brauchen. For each match mn matches. Na gut, vielleicht macht es doch auch Sinn, ein bisschen kompilieren. Schauen wir mal. So, var underscore ist gleich match. Groups, nein, match m.groups, ja, es kann mehrere Gruppen in einem Match geben, .value, ja, die, unsere eine Gruppe ist das hier, Gruppe ist in runden Klammern drinnen. So, jetzt haben wir drei Benchmarks. Einmal mit dem HTML Agility Pack, einmal mit dem Regex, einmal mit unserem Iterator. Und die will ich jetzt mal ausführen und ihr wisst ja, das dauert ein bisschen, ich möchte aber auch noch ein paar zusätzliche Testeinträge hier mitgeben. Und zwar, unabhängig von Medium und Co. oder es soll keine Werbung oder sonst was sein, ich mache ORF-HTML dazu und ich mache den Spiegel.com.html dazu. Da geht es einfach darum, es sind zwei Medienseiten, die einfach auch entsprechend viele Links drauf haben. Ja, vielleicht werden wir ja hier etwas schlauer auch, wenn wir das da so machen. Ja, ich gebe die zwei Seiten hier dazu. Nicht vergessen, Properties Copy to Output zu geben. Copy if newer. Ja, und dann lasse ich jetzt die Benchmarks mal durchlaufen. Fast vergessen, wir müssen die Benchmarks natürlich auch noch starten. Das heißt, das gehen wir weg. Wir brauchen hier den Benchmark Runner. Run, und was soll er runnen? Was soll er laufen lassen? Welche Benchmarks sind Iterator Benchmarks? So, Klammer auf, Klammer zu, zack. So, und jetzt auf geht's. 5 Minuten sind vergangen, so lange hat der Test gebraucht und wir sehen hier die Ergebnisse. So, wir haben Microsoft Spiegel und Wikipedia, oben den Iterator, das Agility Pack und Regex. Ja, was ich vergessen habe, ist der Memory Analyzer, der Memory, den wir auch noch allokieren. Auch diesen hätte ich natürlich eigentlich gern dabei gehabt. Zack, zack. Rein mit diesem Attribut.
Aber was wir schon mal sehen, ist auch sehr ernüchternd und sehr enttäuschend. Unser Iterator ist immer langsamer als alle anderen. Das ist bitter. Ja, regex am schnellsten, witzigerweise. Ja, ist wirklich gut optimiert, offenbar. Also wir sind da hier um einiges, einiges langsamer. Ja, Faktor zahlt sich aus. Naja, da müssen wir optimieren. Mal schauen, wo wir hier die Performance verloren haben, was es ist, und dann den Test wieder durchführen, beziehungsweise einfach auch mal dann die Memory Allocation noch entsprechend überprüfen. Gut, das enttäuschende Ergebnis gehen wir mal weg. Ja, wie gesagt, der andere Code ist kürzer und er schneller. Aber wir behalten uns diesen trotzdem. Ja, wir nennen diesen auf 2 um, gehen hier auf 1. Und adaptieren hier unseren Code ein bisschen. Und zwar machen wir schlussendlich eine kleine Hilfsfunktion und wollen uns dieses IndexOf mal sparen. Dieses IndexOf lassen wir, weil er einen Character sucht. Denn ich habe mal analysiert, dass mit dem Character, das geht relativ schnell und relativ gut, das haut schön hin. Witzigerweise dauert das IndexOf beim String-Suchen eigentlich ziemlich lang. Also machen wir hier eine kleine Hilfsfunktion. FindTagIndex. String source string search int startindex. So, und diese FindTagIndex, die sollen uns jetzt helfen. So, intIndex ist gleich startindex. Ja, wir fangen beim startindex an. In searchLength ist gleich search.length. Ja, wie weit suchen wir? Int sourceLength. Gleich source.length. Ja, wir merken uns mal, wie groß sind die zwei Sachen. Und dann sage ich, solange Index kleiner gleich, so, solange der Index kleiner ist als source length minus search length, sagen wir source an der Stelle Index gleich search an der Stelle 0 und source substring vom Index SearchLength gleich Search. Ja. Wir schneiden sozusagen genau diese Länge raus und vergleichen diese zwei Strings miteinander. Und wenn das der Fall ist, return Index und sonst Index plus plus. Und wenn wir nichts gefunden haben, nie und nimmer, dann sagen wir return minus 1. Ja, wir gehen den String durch und checken sozusagen nach hinten raus, wie denn das ausschaut, aber nur wenn der erste Buchstabe schon mal übereinstimmt. Kann man sich überlegen, wenn man das weggibt, was denn dann ist. So, was wir jetzt machen hier, wir machen statt diesen hier, machen wir unser Find Tag Index. Dieses Find Tag Index bekommt natürlich den HTML-Code, bekommt das Search und bekommt den Startindex. Kommentiere das mal aus, damit wir sehen, was wir denn da gemacht haben. Und auch hier sagen wir Find Tag Index, bekommt den HTML-Code, Search. Nicht Search, sondern in dem Fall haben wir suchen nicht Search, wir suchen. Ups, bin ich verkehrt. Rückgängig. So, hier sind wir zu Hause. Also, find, nein, hier sind wir. Also, was ist jetzt hier? Na, find tag index. So, search, HTML-Code. Start, search, Attribut, search, Attribute. Und wir starten bei Startindex plus Search.length. Also gleiches Spiel wie vorher, nur andere Methode aufgerufen. So, Steuerung KC etc. pp. Wir geben einen zusätzlichen Benchmark dazu. Ja, wir machen hier jetzt einen Benchmark, Search Iterator Optimized. Machen hier 1 rein. Warum auch immer habe ich den 1 genannt? Habe ich ihn 1 genannt? Oh, ja. Ohne 1. Methode erst so. Na, egal, machen wir hier 1 rein. So. Und dann starten wir unseren Benchmark nochmal los.
So, nach 6,5 Minuten ist endlich dieser Benchmark wieder fertig. Diesmal auch mit dem Memory Allocator. So, machen wir etwas größer hier. Wupp. Wie sieht das aus? So, wir sehen hier, wir haben einen Iterator und wir haben Iterator Optimized. So, Iterator benötigt 14.000. Hier haben wir nur mehr 400. Agility Pack braucht 7.000, Regex braucht etwas mehr als der optimierte. So, wenn wir rechts schauen, wie schaut es mit der Memory Allocation aus? 5 MB braucht das Agility Pack. Der erste Version des Iterators hat nur 16 KB an Memory Allocation gebraucht bei der Analyse der Microsoft-Website, aber er war halt ewig langsam. Und der zweite, jetzt der optimierte, braucht mehr RAM, aber ist entsprechend effizienter, um ein Vielfaches effizienter. Eigentlich müsste man sagen, der Gewinn ist fast immer noch, na gut, hier ist schon fast doppelt so langsam die Regex wie dieser Code, auch hier entsprechend doppelt so langsam wie die Regex. Regex braucht auch hier mehr Memory. Also man muss auch bei solchen Sachen durchaus mehr schauen, wie sieht es denn aus mit der nicht nur Performance, sondern wie sieht es aus über mehrere verschiedene Datensätze mit der Performance und auch wie schaut die Memory Allocation aus. Und man sieht hier schon, der Agility Pack ist halt schon verdammt langsam und verdammt speicherintensiv. Ja, hier haben wir 50 MB Spiegel.com, haben 50 MB DE, Blödsinn, haben 50 MB Speicher. RAM, den er da hier kurz mal allokieren darf und allokieren muss, und er braucht halt auch verhältnismäßig ewig. Wäre Regex signifikant geschickter. Wobei ich schon sagen muss, die XPath Expression versus eine Regex Expression ist natürlich XPath ums tausendfache wartbarer oder einfacher zu verstehen als die Regex. Gut, kommen wir mit der Memory Allocation auch runter. Wir haben hier doch, muss man sagen, 700 Kilobyte Memory Allocation oder hier 84 Kilobyte Memory Allocation. Das erste war signifikant geringer. Woran liegt das? Gut, machen wir noch eine weitere Version. So. Diesmal wirklich ohne 1. Diesmal wirklich ohne 1. Und zwar, ja, die Memory Allocation kommt natürlich auf der einen Seite durch die String Tags, die sind aber nicht wild. Wo wir ständig Memory allokieren, ist natürlich mit diesem Substring. Ja, der Substring ist durchaus etwas, was hier, sage ich mal, unter Umständen nicht optimal ist. Auch hier herunten machen wir einen entsprechenden Substring. Und was wir hier machen bei diesem Substring ist, wir schneiden diesen Teil vom String raus, nur um diesen zu vergleichen. Ja, oben wollen wir ja diesen Teil vom String rausschneiden, um damit etwas zu tun. Hier wollen wir nur vergleichen. Also statt diesem Vergleich hier könnten wir auch String Compare verwenden. Ja, String Compare Source Index. Dann haben wir Search beim Nuller und die Search Length. Wenn das Null ist. Ja, wenn das passt. Und jetzt haben wir dieses String Compare anstatt des Substrings. Was auch hoffentlich beim Benchmark aufgefallen ist, habe ich ihn noch wo? Habe ich ihn noch wo, ja. Das, was wir rausgegeben haben, ist die Standardimplementierung von IndexOf. Und wir haben sie nur ersetzt durch dieses Find-Tag. Also diese Faktor ist ein Wahnsinn. Ja? Also IndexOf bei einem String suchen, ja, wegen der ganzen Culture-Geschichte und keine Ahnung was alles, ist echt mühsam. Ja? Ich habe hier nochmal einen Performance-Test gemacht mit ein paar Detailanalysen. Das normale IndexOf dauert entsprechend lange, mit Substring dauert es weniger lang, allerdings brauchen wir sehr viel mehr RAM. Mit String Compare dann, also mit der eigens implementierten Methode, mit Substring und der eigens implementierten mit String Compare, brauchen wir einen Tick länger, aber kaum mehr Speicher allokieren. Also auch weniger wie bei IndexOf. Wenn wir allerdings so die Span-Syntax verwenden wollen, dann fährt uns der RAM wieder in die Höhe und wir haben auch keinen Vorteil erhalten. Also, wir haben das normale IndexOf, wir haben dieses FindTag, das ist die erste Implementierung, dann haben wir FindTag 2, das ist das mit dem, also die ist mit Substring, die ist mit dem String Compare und hier mal mit dieser Range-Syntax und dann aber schlussendlich auch wieder String Compare, also hilft nichts, da brauchen wir wieder RAM und haben eigentlich den Nachteil von vorher. Also das,
hilft uns in dem Fall gar nichts. Oft helfen Spencer in dem Fall leider nicht. Wenn ihr das wollt, dann veröffentliche ich das auch noch als Nougat-Package. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn ein paar zusammenkommen, dann machen wir das so.